Europa steht im Mittelalter durchaus in Konkurrenz zum Begriff des Okzidents, dem Abendland. Erst durch den Sieg Karl Martells über die Araber 732 wird der Begriff Europa auch politisch gebraucht. Schlussendlich wurde Karl der Große schon von seinen Zeitgenossen als Pater Europe bezeichnet. Man muss diesen Begriff allerdings auch unter dem Aspekt einer Notlösung verstehen. Denn wie sollte man jetzt diesen Karl den Großen bezeichnen, wenn der eigentliche, der richtige Kaiser ja in Konstantinopel sitzt? Europa wird sehr schnell verwendet, also in gallischen, in nordalpinen Quellen, und dort wird dieser Begriff im Frühmittelalter auch schon politisch. Nach Karl dem Großen ist der Begriff allerdings rasch auch wieder verschwunden. Im Hochmittelalter ist der Europabegriff nicht weit ausgeprägt. Erst am Ende des Mittelalters kam der Europabegriff erneut auf. Im Humanismus, also in der Renaissance, als man die antiken Texte wiederentdeckt hat, kam auch die Mythologie von Europa wieder auf und die Gelehrten haben diese Mythologie rezipiert. Um der Geschichte auch eine Legitimität zu verleihen, wurde ganz einfach Zeus bzw. Jupiter, wie er in der lateinischen Übersetzung genannt wird, ganz einfach mit Christus gleichgesetzt. Und so kam dann eben ein Jupiter-Christus auf die Welt, um die Menschheit in Gestalt Europas in den Himmel zu führen. Diese Jungfrau Europa, wie sie nun auch dargestellt wird, die wird auch zu einer Seele, die gerettet wird. So wird der Kontinent plötzlich zu einem christlichen Europa, das zu den Heiden in anderen Erdteilen steht. Europa wird dann also zu einem Opfer der Reitervölker aus dem Osten, die die Grenzen Europas einbrechen. Interessanterweise spielt der Europabegriff aber bei den Berichten über Asienreisen keine Rolle. Hier treffen Franken oder Lateiner auf fremde Kulturen. Es wird also nicht der Begriff Europäer verwendet, sondern die Franken oder Lateiner sind da. Erst im 16. Jahrhundert gibt es ein Europabewusstsein in der Reiseliteratur. Vor allem lebt der Europabegriff in Konfrontation mit den Türken, mit den Osmanen im 15. Jahrhundert auf. 1438 forderte Papst Eugen IV. Von König Albrecht II. Energisch die Befreiung Europas von den Türken, was natürlich aus päpstlicher Sicht sein vordringliches Ziel sein müsste, wollte Albrecht II. Auch einmal zum Kaiser gekrönt werden. Europa wird in den folgenden Jahren, als also diese Türkengefahr vor allem in der Mitte Europas immer virulenter wurde, geradezu zu einem Begriff der Türkenabwehr auf der einen Seite und der Kirchenunion, die permanent mit den Orthodoxen verhandelt wurde, auf der anderen Seite. Entscheidend auch für diesen Europabegriff war Aeneas Silvius Piccolomini, der spätere Papst Pius II. Als Sekretär Friedrichs III. Setzte er in seinem Schaffen stark auf den Europabegriff, wenn er die Türkenabwehr beschrieb. Europa wird vor allem von Piccolomini zu einem Kampfbegriff. Für ihn gab es nur ein christliches Europa, das sich gegen die Türken richtet. Das alles kulminiert besonders dann im Fall Konstantinopels von 1453. Damit, dass er das orthodoxe Christentum auch gering gewichtet, schafft er Europa als Kultureinheit, unter dem sich verschiedene Völkerschaften zusammenfassen lassen. Mit Aeneas Silvius, einem der
einflussreichsten Intellektuellen seiner Zeit war der Europabegriff wieder etabliert und gleichzusetzen mit Christenheit. Das ist wiederum ein Konstrukt, das bis heute nachwirkt.